ja genau, ach so, was ich noch erwähnen wollte, die Spring in Appalachia Mod. Jetzt nicht verwechseln mit unserer aktuellen Overhaul Mod, das ist Nuclear Summer. Ich meine aber, die Spring in Appalachia Mod hat ein Upgrade bekommen. Da gibt es jetzt die Version 2.0. Habe ich noch nicht ausprobiert, möchte ich machen. Wird sowieso lustig, dann wieder innerhalb der neuen Season, vor allem weil jetzt ein neues Biom dazu kommt, wie die ganzen Mods dann auch funktionieren oder eben nicht, ne? Da freue ich mich dann auf die ersten technischen Frickeleien noch, aber dazu später mehr. Jetzt erstmal ein perfektes Kaugummi-Live. Wir wollen jetzt zu einem anderen Mitspieler. Daily Orbs. Machen wir, was ist denn heute in der Daily Orbs? Entschlüsselung, tödliche Rüstungsdurchdringung. Oh! Au, 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 stopp, ich brauche Blitzy. Blitzy Deluxe und zwar sofort. Bahnhof, so, ja, ganz schnell. Und nur Kiste. Ich wink mal ganz kurz. Um die richtigen Vibes rüber zu schicken. Seid ihr Drogen zufällig? Nein, aber Antibiotika nehme ich mit. Junkie Bo, bräune ich. Psychotets hier eventuell? Nein. Oh, das ist gut. Das können wir gebrauchen. Und jetzt gucken wir erstmal Blitzy, Blitzy, Blitzy. Und jede Menge Fusionszellen. Oh nein. Oh nein. Warte mal, ich hab's in der Tasche. Aber ich kann hier nicht auf die Munition im Munitionsdepot von Fallout First zugreifen. Wenn ich vor Ort bin, ja. Aber nicht hier. Hallo. Na du. Wollen wir loslegen, Keule? Also ich gehe gleich mal rüber und hoffe, dass er hinterherkommt. Ach ja, stimmt. Wir müssen uns ja noch mit Energie versorgen. Ansonsten gehen wir drauf. Und das möchte wirklich niemand. Redaways, die Guten bitte. Zieh's dir rein, Mann. Plock. Ja, das wird eine ganz schöne Frickelei. Ist oft so. Zu solch großen Updates in Fallout 76. Also, ich kann wirklich auf alles verzichten, auf die ganzen Overhaul-Mods und auch hier die Striche auf der Energieleiste, also die jetzt gerade nicht vorhanden sind. Also ist bewiesen, ich kann darauf verzichten, komm aber innerhalb der Aufnahme bestimmt noch wieder. Aber worauf ich sehr ungern verzichten würde, ist der Perk Loadout Manager. Und mit mir knapp eine 250.000 anderer Fallout 76 Spieler auch. Also wenn da irgendwas... Ne? Das wäre schon eine krasse Umstellung, aber ich denke, da würde dann zeitnah ein Update kommen. Ich glaube nicht, dass sie uns da komplett einen Riegel vormachen würden, ne? Aber Vorsicht. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Da sind die Striche gerade wieder gewesen. Na los, zeigt euch, ihr lieben Striche. Ach, guck mal. Habt ihr gesehen? Perspektivwechsel. Triggert die wieder. Nice. Das ist ja toll. Und jetzt nochmal essen und trinken. Ich trinke eine normale Sherry. Plock. Und essen tue ich Besuchertee. Da kommt wer. Lass uns zusammenarbeiten, Keule. So, rein da. Oh, der Rucksack. Noch gar nicht richtig bewundert. Machen wir alles dann, ne? Hallo. Wollen wir rüber? Ich gehe einfach mal. Wir bringen den Stein ins Rollen. Na, wie sieht's aus? Kommt er? Oder lässt er uns noch ein bisschen warten? Wir können uns ja schon mal ausrüsten. Noch ein Besuchertee, bitte. Und was essen müsste ich auch wegen... Wie hieß das nochmal? Radikul? Nee, wie hieß nochmal der Perk? Verjüngt, Entschuldigung, verjüngt. Da, er ist da. Kodak. Endlich Kodak. Der Freund mit der Kamera. Aber ich habe nichts Richtiges zu essen, ne? Sehr ungünstig. Doch, Zuckerbomben. Hallo? Wie einfach mal wirklich kein Emoji macht und einfach lospirscht. Ich komme, ist doch gut. So. Keine Lynchbox, kein gar nichts. Nicht mal ein Hallo, nicht mal ein für Amerika. Ein ganz kurzes. Sie kommen. Da ist niemand. Barry Mantles, nicht vergessen. Oder was sind das für Gegner? Das weiß niemand so richtig. Los. Ach, Gegner müssen getötet werden. Und sie leuchten, glücklicherweise. Hoffentlich. Manchmal. Okay. Da! Okay, sie müssten eigentlich leuchten. Ich bin im Blitzy-Loadout. Hat das funktioniert? Doch, ne? Wir hauen genug rein. Absolut.
Moni, nimm alles mit. Und der Dicke ist da drüben. Ich flitze einfach durch. Ich ignoriere euch, ihr Halunken. In die Labore rein. Falsche Tür. Schade, doch, nee, warte. Ist alles okay. Hallo, hallo, hallo. Ula. Und den Code, Mann. Über uns. Hilfe, ich häng fest. Alles cool. Alles cool. Wir haben die Situation unter Kontrolle. Es geht weiter. Lampe an. Irgendwo hier. Da, du bist dran vorbeigelaufen. Aber das ist nicht schlimm. Ist wirklich tot, ja. Gott sei Dank. Es wirkte gerade anders. Endlich mal wieder Action. Wer ist hier? Irgendwer war hier gerade. Da sag ich doch. Block. Ja, nice. Weiter. Noch vier. Um die Ecke. Hochspannungshilfe weiß, aber nur weil ihr es seid. Und Drogen. Die guten. Oh, warte mal. Ich konnte gerade hier durchschießen. Das ist ja schön. Oh, was das Hochspannungshefeweizen und die Drogen gleich ausmachen. Übel! Wir sind eine richtige Kampfmaschine. Ein weiterer Akkuträger dürfte in deiner Nähe sein. Ja. Schalte den Träger aus. Da, da ist er! Da ist er! Das lumpige Pack. Block. Nur los. Warte mal, der muss hier hin. Master, großartige Arbeit. Moni. Und weiter. Hier ist alles voll. Mit üblen Gesocks. Keine Cola. Wo sind die denn? Hallo? Vorne? In der Lobby? Das glaube ich nicht. Hier ist alles voll. Spritze. Und weiter. Oben. Da. Oh, Entschuldigung. Plötzlich Radialmenü. Auch unerwartet. Moni, nimm mit, schnell. RR. Schneller geht's wirklich nicht. Hier ist das ganze Pack. Raus mit euch. An die frische Luft. Ich hab Informationen. Jetzt kommt der Dicke. Den mache ich lieber mit der Tante klar. Bin ich überladen mit der Tante? Nein. Oh Gott, das ist ja fantastico. Na, 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 na. Überfall. Ula. Yeah. Draufhalte. Draufhalte. Zerlegt, ne? Und jetzt hinten in die Ecke. Ich kenne noch den Level. Und flop die Wurm. Amazing. Simply amazing. Wir waren ein guter Team, ein sehr guter Team. Und da ist noch eine wache Kopfpuppe, die uns gehört. Oh, intelligent sogar. Das ist ja schön. Damit können wir EPs buffen. Dann innerhalb der nächsten Season, wenn wir in die Ticketphase kommen. Nein, stopp nicht durch, lad die Tante nicht. Oh Gott, jetzt habe ich so einen angefangenen Zutzel. Kern in der Tasche. Entschuldigung, ich habe schon lange mit der Tante nicht mehr geschossen. Wie schlimm ist es? Ah. Na gut, ist in Ordnung. Hier gleich den Kram zerlegen, den wir eventuell aufgehoben haben. Mach das weg, das ist ja widerlich. Und nu, was machen wir als nächstes? Erstmal zurückgehen ins Ödland. 4 Minuten und 2 Sekunden. Aber wir waren ja auch ein sehr guter Team. Na, bekommen wir wieder was von den Außerirdischen? Das wäre ja toll. Enter. Ping, 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 ping. Kaffee, Cola bitte. Anstaltslicht, nice. Kann man nie genug haben. Aber jetzt, zeig mal. Die Radkröte, verflucht doch mal. Ich mache erstmal das mit den anderen Spielern. Wer hat einen Laden hier? The Dagger Heroes. Einmal bitte rüber. Ich hoffe mit gutem Kram. Aua! Oh, aufbereitetes Wasser. Schön. Mitten im Wald. Ich steck mal die Knarre weg. Nicht, dass wir hier die falschen Vibes rausschicken. Das wollen wir nicht. Das will wirklich niemand. Na, Ben. Hallo, hallo, hallo.
Naja, gut. Kaufen wir mal was bei ihm. Er könnte auch die Kohle gut gebrauchen. Das wird schon noch. Hier. Ja, ich will mal nicht so sein. Das ist was? Welche Wackelkopfpuppe ist das? Weiß ich nicht. Ich schenke ihn irgendeine andere. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Energiewaffen? Nein. Die auf jeden Fall nicht. Große Waffen auch nicht. Intelligenz, als ob. Nahkampf, die kannst du haben. Hier. Block. Da wird er nicht schlecht gucken. Ist er hier? Hallo? Jimmy? Nee, ist nicht hier. Dann bitte ran an den Automaten. Block. Was hat er denn Schönes? Oh, Esschiebschatzkarte. Können wir ja mal ausprobieren aus Spaß, ob es auch Psychotests gibt. Aber ich habe letztens erst wieder ein Video dazu geguckt gehabt, zu der grundlegenden Thematik Psychotests über Schatzkarten. Und da hatte es jemand übertrieben gehabt. Irgendwoher, wahrscheinlich aus der Grauzone, hatte er irgendwas um die 2000 Schatzkarten. Und die hatte alle an ein und der gleichen Schatzstelle Verbrauch gehabt und dann zigtausende Psychotests gehabt. Aber ob das auch bei anderen Schatzkarten funktioniert, ich weiß es nicht. Aber ich muss jetzt irgendwas kaufen und das ist das Einzigste, was ich bereit bin, hier gerade zu kaufen. Unterkunft hat er gar nicht. Das gibt's ja nicht. Frechheit. Er hat aber eine Unterkunft. Da können wir auch mal kurz in den Laden reingucken. Guten Abend. Hallo, hallo, hallo. Freiluft oder? Ach, kommt noch. Sah aber gerade ganz cool aus. Hallo. Guten Abend. Sehr, sehr schön. Oh, warte mal. Aber er sammelt doppelt. Nee. Da möchte ich mich jetzt nicht beteiligen. Also an so einer Art von Sammlung. Oh, hi. Cool. Cooles Outfit. Na du. Wo ist denn dein... Dein Laden. Cyrano streicheln. Sein Cyrano. Nee, warte mal, das hört sich falsch an. Mhm. So. Oh, hast du denn hier deinen Laden und danach in den Keller? Warte mal, hat der zwei? Nee, hat er nicht. Er hat keine zwei Camp-Begleiter. Hm. Das ist ein reisender Händler. Warte mal, stopp, da können wir Fusionskerne kaufen. Stimmt. Ein Glück habt ihr mich dran erinnert. Hi. Hast du Drogen? Ein paar Psychotests oder so. Das wäre toll. Ja, hat er zwei Stück. Die nehme ich mit. Cool. Und natürlich alle deine Fusionskerne. 3, 4. Können wir machen. Ist in Ordnung. Ist voll in Ordnung. Aber irgendwo... Muss doch hier dein Ladilad sein. Ach, hier, in der Ecke. Ich habe ihn gefunden. Wir nehmen irgendwas mit. Oh, er verkauft auch Drogen. Und Fusionskerne. Aber die sind teilweise, naja, schon gut angezuzelt. 162. Naja. Also die ganz billigen hier, die kann man ja wieder aufladen. Aber muss jetzt auch nicht sein. Psychobuff, Psychotets, ja. Alle. Und hier? Naja. Na gut, wir nehmen die billigsten Fusionskerne mit und laden die zu Hause auf. Ich steige auch gleich aus der Powerrüstung aus. Nicht, dass wir die aus Versehen verbrauchen. Ich weiß. Eigentlich zu teuer, aber wir können das ja managen. Raus bitte aus der Rüstung. Aber wir müssen noch in deinen Keller. In deinen Keller, nicht in unseren Keller. Wo hast du hier deinen Eingang versteckt? Mhm. Noch nicht. Schöne Stühle. Der Affe ist aber tot, ne? Der Ghoul, der lebt noch. Schön. Hier vielleicht. Es wirkt gerade so. Ja! Achso, ich dachte, das wäre eine separate Unterkunft, die ich noch nicht kenne. Nein, aber das ist einfach nur die Tür von diesem Pre-Made-Gebäude. Na los!
Dong! Achso, müssen wir gedrückt halten, ne? Nee. I don't know. Weiß ich nicht. Ist aber auch nicht so relevant. Was relevant ist, ist der Keller. Der hoffentlich hier irgendwo ist. Ich gehe mal wieder Third Person. Und fliege ein bisschen rum. Block, dieser Keller. Na, da bin ich jetzt aber mal gespannt. Zeig mal. Ach so, ist schon wieder alles da. Also wirklich, seismische Aktivität. Ach ey. Ist natürlich auch nett, aber wir haben zu tun. Ja, naja. Da ist noch viel Potenzial, um es nett auszudrücken. Aber oft sehe ich wenig ausgebaute Keller. Weiß auch nicht warum. Gibt bestimmt toll ausgebaute Keller. Aber sieht man eher weniger, ne? Weil das so eine Sache ist, das sieht man nicht direkt, ne? Da muss einer noch eine extra Ladesequenz bereit sein einzugehen, damit man einen Keller sieht. Ich glaube, das wissen die Bauherren auch. Das haben sie verinnerlicht. Und dann ist die Motivation nicht so groß wie beim Gebäude obendrauf. Was ja instanziert, nein, warte mal, stopp, was nicht instanziert, sofort zu betreten ist, zu begutachten ist, was sowieso eine ganz einzigartige Geschichte ist bei Fallout 76. Da gibt es nicht viele Spiele aus der Ego-Perspektive mit Shooter-Allüren, die sowas bieten. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Etwas ganz, ganz Besonderes. Silvia und danach die Kröte, die wir eventuell überrollen. Werden wir sehen. Silvia, oh Silvia. Ich glaube, der Begriff in Bezug auf das Housing war nicht instanziertes Housing oder instanzfreies Housing. Also quasi, die Gebäude entstehen hier mitten in der Spielwelt. Und das ist auch so eine kleine Eigenheit der oft verhassten Creation Engine, die für Fallout 76 gut aufgebohrt wurde. Aber auch das nur am Rande. Haben wir's? Können wir? Lichtquellen. Und hier ist ein unsichtbares Loch. Habt ihr es gesehen? Twilight Zone. Irgendwo hier. Irgendwo hier. Oder ist das nur... Warte mal, hier ist es, ne? Ja, da ist es. Zack. Aber warum? Ja, wegen der Vorkriegsoptik-Mod. Restore Appalachia heißt die. Oder Appalachia. Wie man halt möchte. Dadurch ist ja alles wieder fresh wie vor dem Krieg. Teilweise zumindest. Lichtquellen bitte. Lampen, 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 Lampen. Lichterchen. Hier genau. Ach, kann ich hier gar nicht hinstellen. Sehr schade. Wäre irgendwie lustig gewesen. Ach ja, stimmt. Wir wollten ja was ganz Spezielles machen. Aber das kann ich sowieso nicht so gut machen. Ich habe jetzt die Blue Devil Statue noch nicht am Start. Ja. Ach na ja. Ich wollte jetzt auch hier was direkt an die Ecke stellen, damit sich der nächste Spieler, der da langläuft, wundert. Was steht denn da rum? Ich kenne die Silvia, die hat das sonst nicht da stehen. Aber ich habe da auch nichts Passendes. Doch hier. Eine Nuka-Cola-Flasche. Ja, das ist in Ordnung. Block. Ja. Komm schon. Und oben drauf noch eine. Was nicht geht. Hier rauf. Naja. Irgendwie ist der Gag jetzt auch durch, ne? Oder noch ein paar Lämpchens. Blinkend. Hier ein Silo. Geht das? Ja, das geht. Aber hat keinen Strom. Ach ja, naja. Also wisst ihr, das hat auch keinen Strom. Da reden wir später nochmal drüber, okay? In der nächsten Season. Und jetzt... Kröten. Naja, überrollen wir die Kröten. Wir haben ja zumindest einen Rollversuch am Tag. Aber auch nur noch zwei Premium-Rollversuche. Das wird eine heikle Geschichte. Nein. Ich weiß jetzt nicht, wo ich... Oh Gott, das ist ja noch schlimmer. Angler. Verfluchte Angler. Fünf Stück. Ihr habt mir aber was geschrieben, wo man die finden kann. Aber da müsste ich Server hoppen. Ich benutze einen Premium-Rollversuch. Ja. Kann nur besser werden. Ja,
15 Mai, aber wunderbar. Also ja, erstmal 15 Meierlöcks, meine Güte, das ist echt viel. Aber dafür kriegen wir 500 Score-Punkte. Also alles Rollen hat sich jetzt hier als positiv herausgestellt. Wir brauchen eine stumpfe Waffe. Haben wir eine stumpfe Waffe? Nicht dabei. Wir haben Fluri, aber Fluri. Das ist eine scharfe Waffe eigentlich, ne? Oder gilt das als stumpfe Waffe? Nee, ist scharf. Aber das ist auch nur eine Mod. Aber das gilt schon als scharf, ne? Schande. Mach dich bereit. Pass auf, jetzt greifen hier Kröten an oder so. Ich würde ja so lachen. Ja, Kröten und Angler greifen jetzt hier an. So, was haben wir denn noch für Waffen, ne? Eigentlich nur noch Groggy. Aber nichts mehr zum Kloppen. Verflucht nochmal. Kriege ich denn jetzt hier eine solide, stumpfe Waffe her? Muss ich mir selber machen, ne? Eine schöne Keule. Ja. Eine andere Chance haben wir nicht. Oder geht das doch mit den Äxten? Ich probiere es mal ganz kurz aus. Die beiden Waffen. Nicht, dass ich da irgendwas jetzt, ne? Genau. Abenteuer auf dem Ohio, bitte. Doppelhand, Nahkampf, Loadout. Hier, da ist es. Und dann erstmal Groggy. Just for fun. Wo seid ihr, ihr Halunken? Plock! Das zählt nicht. Nein. Dann wird die andere Axt auch nicht zählen. Wir können uns den Meierlock sparen. Doch. Aber okay, wir probieren es trotzdem. Vielleicht ist diese Axt ganz, ganz anders. Möglich ist alles, ne? Hey! Nein, das zählt nicht. Zurück ins Camp. Wir müssen den Plan doch mal überdenken. Und wir müssen auch die Äxte wieder ablegen. Und irgendwer hat schon wieder die Vorhänge offen gelassen. Frechheit! Bodenlos. So eine schöne Toilette. Entehrt! Echt jetzt? Glücksspiel, Glück abholen und die Buhu-Maschine endlich mal anschmeißen. So wie das Radio. Aber das ist die Hetze, ne? Aber wir müssen uns ja um Dinge kümmern. Vor der nächsten Season. Ja, hier. Und die Äxte bitte weg. Wobei, ich packe nur Fluri weg. Groggy darf wieder mit. Das ist in Ordnung. Groggy ist unsere Nahkampfwaffe. Das Vertrauen. Das war sie schon immer. Wir sollten sie für den Notfall immer mit dabei haben. Und hier wollen wir ja jetzt aufladen. Die angezuzelten, billig gekauften Fusionskerne. An für sich immer noch ein sehr gutes Investment. Und Kupfer, damit wir hier wieder ein Kollektron bauen können. Machen wir alles. Wir werden bestimmt im neuen Biom ohne Ende Kupfer finden. Da schlüpfen wir ganz schnell. Oh, der will jetzt eine Daily Ops spielen. Da schlüpfen wir ganz schnell. Kann ich nicht raus? Da schlüpfen wir ganz kurz in unsere Baggerrüstung und gönnen uns erstmal eine ordentliche Portion Kupfererz. Das wird es da bestimmt irgendwo geben. Waffenwerkbank, bitte. Ich möchte eine Keule herstellen. Eine verdammt dicke Keule. Haben wir noch was zum Zerlegen? Nein. Na dann eben Baseballkeule. Und zwar sofort Schlagwaffen. Richtig. Oh, wäre gleich durch, ne? Aber extra Schaden gegen Roboter, das bringt uns herzlich wenig. Nudelholz, Planke, Rohrzange, Powerfaust, Schlingerklatscher, Schäferstab. Nein. Man kann es auch übertreiben. Ich hätte ganz gerne einen soliden Baseballschläger. Den Klassiker der Zombie-Apokalypse. Plock. Und ich bin immer noch nicht dazu gekommen, den Xbox Showcase nachzuholen. Da wurden einige Spiele vorgeschlagen, die mich sehr interessieren. Da war auch was Zombie-mäßiges dabei. Und darauf freue ich mich immer. Zombies sind das Allerbeste. Und Zombies machen alles besser. So wie jegliches Medium, wo Terminator draufsteht. Dazu stehe ich noch. Und früher habe ich auch mal gesagt gehabt, das gleiche gilt für Star Wars. Mittlerweile nicht mehr. Also spätestens seit der aktuellen Serie, ich habe den Namen auch schon wieder verdrängt, seitdem ist das Thema durch für mich.
Das war's. Kindheitserinnerung absolut zerstört. Aber naja, so läuft das halt manchmal. Block des Henkers. Ist okay, ne? Plus 40% verbesserter starker Angriff. Und ja, wir wollen hier nichts verschwenden. Ist in Ordnung, damit zerknüppeln wir die. Und hier bitte... Achso, da braucht man wieder Nahkampf. Krieger, eine Sekunde. Mhm, das ist dann 5. Nein, das ist Doppelhand-Nahkampf-Loadout. Nein, das sind ganz spezielle Karten. Wo fahren die? Bei Intelligenz? Ja, hier sind sie. Wie bitte? Ach, liegt schon. Liegt schon, alles cool. Modifizieren und reparieren, bitte. Und hier bitte, genau. Verbessern. Schaden. Schaden ist Schaden ist Schaden. 206. Oh. Das wirkt nachwirkend noch. Also, das hat langanhaltenden Schaden. Ist natürlich auch cool. Oh, das sind 100. Quatsch, das sind 202 Schaden. Versengende, durchdringende Rakete. Kupfer. Ach, come on, echt jetzt? Dann nehme ich was anderes. Aber es wäre schon cool, ne? Kupfer, verfluchtes Kupfer. Da könnte man ordentlich mit reinhauen. Aber hier auch, ne? Die Klinge würde sogar länger anhalten. Hm, ich nehme das hier. Das sieht ganz nett aus. Klingenrakete. Und damit verändern wir nur die Farbe, ne? Oh, meine Güte, was wir für Skins haben. Voltec natürlich. Ansonsten keine weitere Anpassung. Also gibt's da auch nichts, weil wir haben ja alle Mods freigeschaltet. Keule, Mann! Keule heißt auch Keule. XV. Keule. Mhm. Und dann bitte auf die 5. Wobei. Ist in Ordnung. Keule ist Einhand, ne? Ja, Keule wird Einhand sein. Oder gilt das als Doppelhand-Nahkampf? Gedöns. Eine Sekunde. Prüfen wir nach. 182. Wir sind im Doppelhand-Nahkampf-Loadout. Einhand-Nahkampf-Loadout. Ja, es war Doppelhand-Nahkampf-Loadout. Das ist unsere Wahl. Come on. Sind die Flammen buggy? Kann das sein? Hier habe ich es auch gerade eben schon gesehen gehabt. Die brennen nicht so wirklich. Auch nicht aus der Ego-Perspektive, ne? Naja, man kann nicht alles haben. Könnte auch an mir liegen. Höchstwahrscheinlich ist es das auch. Noch ein bisschen blutig machen. Für noch mehr Schaden. Zack, wir sind ja durch. Wir haben die tägliche Durchdringer-Ops haben wir schon hinter uns. Und nun wollen wir nur noch gegen Meyerlurks kämpfen. In einer epischen Tickets-Challenge. Ein Glück haben wir gerollt. Wir brauchen die Tickets. Wir brauchen die Score-Punkte. Wobei es unwahrscheinlich ist, dass wir damit überhaupt noch ein Level machen. Und neue Tickets bekommen. Hm, naja. Wir werden sehen. Nee. Das kann man ja hier auch einsehen. Es bringt herzlich wenig, dass wir jetzt die Meyerlurks töten. Aber jetzt haben wir... Ja, jetzt haben wir... Oder kriegen wir das dann auch noch? Nee, ne? Oder doch? Doch, da. Da kriegen wir den Stern. Aber wir haben hier schon alle Sterne, aber... Das kriegen wir noch oben drauf. Trotzdem reicht das nicht. Wir sind dann bei 1198. Und wären dann bei 2198 plus 250. Das reicht nicht. Das reicht leider nicht. Wir hätten den Score Booster trinken sollen. Lohnt sich der jetzt noch? Nochmal 25% drauf? Na los. Wir sind verzweifelt. Weiß ich nicht. Also mit Prozentrechnung mache ich jetzt nicht im Kopf. Wobei wäre auch nur ein Viertel mehr. Wie dem auch sei. Doppelhand-Nahkampf-Loadout. Keule. Wo ist er? Der Kamerad. Es geht los. Verflucht nochmal. Wir haben sogar extra einen Score-Booster geschlürft. Vielleicht reicht es. Es wäre toll. Das wäre es ja. Ihr wisst das bestimmt jetzt schon. Na? Kommt da ein kleiner raus? Mm-mm. Sind hier noch mehr Eier?
Wir hätten die zwei nicht umbringen dürfen. Wahrscheinlich dürfen wir hier Server hoppen. Wir werden es sehen. Los, los, los. Und tap. Abend. Hallo, hallo, hallo. Fackelkopfpuppe. Ja. Stärke sogar. Wir machen erstmal die Vanilla-Meyer-Lurks klar und dann... Und dann gehen wir zu Fishbone und starten das Event. Das beste Meyerlock-Event im Lande. Hallo! Hallo! Boom! Oh oh. Schande. Okay, ging aber, ne? So, jetzt hier noch bitte. Kommt raus! Ihr Monster, ihr! Bringt nichts, schade. Und hier? Auch nicht. Mm-mm. Leider nicht. Hallo. Block. Ey, 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 ey. Jetzt übertreibt man nicht hier. Irgendwie fühlt sich das gerade ganz komisch an, wenn ich den schweren Schlag benutze. Warum auch immer. I don't know. Na du. Ja gut, weil ich gegen den Rücken gehauen habe, ne? Das ist es. Vorne ist er natürlich empfindlicher. Und dann dürfen wir nicht vergessen, das ist eine Waffe des Henkers. Da bekommen wir erst zum Ende mehr Schaden. Oh, das ist schön. Freut mich, dich kennenzulernen. Es war ein kurzes Vergnügen für dich, aber du hast dich toll geschlagen. Das müssen wir dir lassen. Fishbone. Go, go, go. Hi. Na du? Danke für deine Hilfe bei dem wieder am, hier bringt jedes am Kaffee trinken, hä? Ja, wir helfen gerne. Das müssen wir auf jeden Fall zu schätzen. Hier gibt es genau, er heißt Fishbones und unser neuestes Teammitglied heißt Sugar Bombs. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Das ist doch hier alles nur eine Simulation. Ich wusste es. Ja, ist in Ordnung. Wir würden gerne noch was anderes fragen. Nicht weggehen, come on. Jetzt sei mal nicht so. Oh nein, jetzt darf ich den ganzen Kram nochmal quatschen. Längere Geschichte, das geht auch. Und jetzt... was anderes. Ja, was denn? Wir würden gerne helfen. Schon wieder. Sie kommen jetzt. Vorsichtig. Sie sind jeden Augenblick da. Was für ein Zufall. Action, 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 Action. Kaffee und Kuchen. Ula. Ja. Yeah. Zwei Schläge im Wels. Kommen hier noch mehr? Nein. Vorsichtig. Ey, 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 ey. Aufgehalten vom Mast. Lass sie in Ruhe. Die gönnen mir. Machst du nicht kaputt? Block und kritisch. Noch achte. Hi. Block. Oh, schon wieder auf die Panzerung. Das ist nicht so gut. Hey. Der hat uns fast gekillt. Die darf man nicht unterschätzen, diese Mistviecher. Gab's Meyerlurks eigentlich schon? In Fallout 1 und 2? Weiß ich nicht. Schon wieder durch? Darf ich jetzt Server hoppen? Oder ist hier ganz zufällig dieses eine Event? Ja, tatsächlich. Das bedeutet viele Meyerlurks auf der Straße. Wenn ich mich jetzt nicht total täusche. Und wie sieht's aus? Ja, tatsächlich. Es liegt an diesem Event. Na du. Ula. Oh, wow. Crit Kill. Instant. Oh. Und hier wirkt der Schaden auch nach. Ins Gesicht, Mann. Jetzt. Oh, oh. Schön. Wow. Also Keule. Ist nicht zu verachten, aber es hat nicht gereicht, ne? Und jetzt zum Pfadfinder-Pionierlager. Da wird man eigentlich nur noch enttäuscht. Aber ich hätte noch eine Idee. Stimmt, Clarksburg. Das ist auch gleich um die Ecke. Da können wir kurz runterlaufen. Überfall. Block. Und den nächsten bitte. Jetzt. Hallo. Kritisch. Oh Gott, hier ist ein Ghoul. Ich wusste es. Alles voll mit Ghoulen. Hau sie weg. Oh, warte, sag mal. Seid ihr verrückt? Ich bin doch nur wegen der Meyerlurks hier. Wir rennen weg. Verfolgen die uns? Wie bei Dying Light 2? Das wäre ja krass. Aber das müsste ich auch mal wieder spielen. Ich spiele gerade privat Dying Light 1 auf der Xbox Series X. Und zwar den Hellraid-Modus. Meine Güte, ist das cool. Hätte ich nicht gedacht, dass der so cool ist.
Also ich habe ja die Ultimate Edition, aber war dieser Modus gratis? War das ein gratis DLC oder musste man dafür zahlen seinerzeit? So oder so. Es würde sich lohnen. Dafür kann man ruhig Kohle ausgeben. Macht Spaß. So. Dead Island habe ich auch eine ganze Weile wieder gespielt gehabt, aber das ist schon hart gealtert. Aber Dying Light 1 geht echt noch richtig gut als modernes Spiel klar. Meine Meinung. Sind wir durch? Noch zwei. Finden wir die hier? Das ist ein Snellygaster. Verdammt nochmal. Für zwei Meierlurks jetzt den Server wechseln. Das ist schon schmachvoll. Oder vielleicht ein bisschen weiter da drüben gucken. Oh nein, mir fällt gerade ein. Am Bahnhof Grafton. Der hier ist. Genau, da gibt es direkt gegenüber gibt es da Kröten. Stimmt. Aber naja. So hätten wir sonst niemals die epische Aufgabe bekommen. Und eventuell, vielleicht haben wir ja Glück, eventuell kriegen wir mit Hilfe des Score Boosters noch einmal Tickets. Was cool wäre. Na, Meierlurks? Ja! Ja! Ula! Ja, genug sogar. Das gibt's ja nicht. Ihr Frechdachse, ihr. Weg mit euch. Kritisch! Kritisch! Nice, wir haben's. Und jetzt gibt's die Gro... Oh nein! Es reicht nicht! Es reicht nicht! Aber morgen wäre ja auch noch ein Tag. Stimmt. Morgen wäre auch noch ein Tag. Morgen nach 18 Uhr. Die Hoffnung war da. Es war sehr knapp. 800 Score-Punkte fehlen uns. Wir können nichts machen. Doch, wir könnten Fallout First abonnieren. Nein, danke. Das macht jetzt wirklich am allerwenigsten Sinn. Schande! Schande! Ich muss erstmal nach Hause weinen und einen Schluck Cola trinken. Aber Keule, an dir hat es nicht gelegen. Du hast 1A-Leistung gebracht. Trotzdem müssen wir dich jetzt verkaufen. Es tut uns sehr, sehr leid. Tschüssi. Achso, geht ja wieder nicht, ne? Die aktuelle Waffe ist nicht umtauschbar. Potzblitz, wer hätte das gedacht? Aber Potzblitz probieren wir bei Zeiten nochmal aus. Blitzi können wir auch in die Kiste legen. Reicht. Ist okay. Und die Fusionszellen auch. Nicht, dass die irgendwie abhanden kommen. 400. Beim nächsten Mal ein paar mehr mitnehmen. Jutti. Schande, Mann. Aber wirklich. Trotz des Score-Boosters, der wirklich verschwendet war, hätte man alles ausrechnen können. Aber naja. So läuft das halt manchmal. Was können wir uns jetzt alles holen? Wir hatten ja einmal hatten wir Tickets bekommen gehabt, aber halt nur 25. Wir werden nicht drumherum kommen. Wir werden uns wahrscheinlich... Wie bitte? Ich kann ja nicht raufklicken. Ich muss jedes Mal die komplette Tour laufen. Da müsst ihr nochmal ran, Todd, hörst du? So, hier. 160. Naja, 25 Tickets mehr. Oh, warte. Das wird ja richtig teuer. Aber das bedeutet doch rein theoretisch. Jetzt haben wir es. Naja, 19 Uhr. Es war auch zeittechnisch gesehen absolut uneffektiv, jetzt den Score Booster zu trinken. Hätte ich noch ein paar Stunden gewartet, hätte ich morgen wenigstens nach 18 Uhr die neuen wöchentlichen Aufgaben abfarmen können. Damit sollten wir das dann noch alles holen können. Könnte man ja auch noch machen. Stimmt. Könnte ich ja noch machen, aber wir können uns jetzt zumindest hier einmal die neue Power-Rüstung holen. Den Helm davon. Plock. Und dann sind wir pleite. Aber wenn ich mich jetzt ein Score-Level hole, würde ich mir immer nur 25 Tickets holen, ne? Das ist schon krass. Das ist echt wenig. Richtig Rang erhöhen? Geht nicht. Warum kann ich... Da steht Rang erhöhen. R. Ich drücke R, da ist nichts. Geht das nicht mehr so, wie ich mir das vorstelle? Naja. Also das Einzige, was mir jetzt wehtun würde, wenn wir es nicht bekommen, wäre die Gorilla-Statue. Aber wie gesagt, morgen ist ja auch noch ein Tag, aber morgen nehme ich dann kein Fallout 76 auf. Ich würde das dann ohne euch machen.
Und irgendwann dann, innerhalb der nächsten Season, würde ich dann sagen, ach ja, stimmt, den Affen habe ich mir doch noch geholt. Und die Surfbretter genauso. Wir haben dann wahrscheinlich einen erweiterten Parcours. Und die Bälle, naja, würde ich dann auch mitnehmen. Ja, 1, 2, 3. Das sind aber echt viele Level, die wir da theoretisch machen müssten. Schadensbegrenzung bis Level 150, habt ihr gesagt. Dann hätte man alles Gutes holen können. Aber naja, beim nächsten Mal. Wir haben ja wirklich den Premium-Kram haben wir uns gegönnt. Die Rüstungen und die ganzen Skins und so. Der Affe kommt vielleicht auch noch. Da würde ich morgen eine No-Commentary-Session machen. Gut, okay. 3 Minus, sage ich jetzt mal. Maximal 4 Plus. Und warum kann ich jetzt hier echt nicht... Also selbst wenn ich wollte, kann ich mir den Rang... Kann ich jetzt nicht erhöhen? Oh, was mache ich falsch? Geht das nicht mehr so wie früher? Das wäre ja schon ziemlich blöd vom Bethesda dann, ne? Wenn ich jetzt bereit wäre, die Premium... Die Premium-Währung auszugeben. Also theoretisch echt Geld. Nothing. Keine Chance. Gut. Naja, dann halt nicht. Zu den Challenges ist... Da können wir auch nichts holen. Zugang freischalten. Nein. Ist okay. Wir haben es verinnerlicht. Plötzlich ist alles anders. Die Season-Tickets haben Fallout 76 sehr verändert. Aber jetzt ist es angekommen. Ich möchte mich umziehen. Ich möchte mich ready machen für die nächste Season. Ich möchte was Passendes anziehen zum neuen Rucksack. An diesen gibt es keinen Weg vorbei. Deswegen... Oh ja, ich habe schon eine Idee. Das Patrioten-Outfit kann erstmal weg. Kimfi bleibt drunter. So. Und drüber ziehe ich jetzt was an, was sehr gut damit synergiert. Das würde auch passen, ne? Aber irgendwie... Es sind dann zwei separat gute Sachen, aber ich möchte, dass das Gesamtkonstrukt zusammen gut ist. Und ich habe da auch gleich schon die passende Idee. Und zwar genau. Was war anders nochmal? Genau, dieser Helm, richtig, mit der Wackelnase. Die wackelt tatsächlich, richtig. Und dann, ja, das Flatterding, ne, das ist es. Ist das das Richtige oder gibt es da ein noch mehr flatterndes Gewand des Kultisten? Nein, das war das schon, ne? Ach, mit dem habe ich so schöne Bilder geschossen. Oben, wo war das nochmal? Hier oben schieße ich ganz gerne Bilder, wenn die Sonne stimmt, beim Colonel Kelly Denkmal oder Colonel. Ist nicht Colonel, oder ist es doch Colonel? Wir könnten ganz kurz ChatGPT fragen, aber da muss ich mein Handy abschließen. Noch habe ich kein Premium, aber so oft wie ich mit der quatsche, und dann sollte ich mir das mal anlachen. Da muss ich auf Plus drücken, ne? Dir stehen keine weiteren Uploads zur Verfügung. Na toll. Ich habe heute schon viel mit ihr geredet. Über Gott und die Welt. Meine Güte, wir haben eine Kurzgeschichte zusammen geschrieben, während ich mein Yoga gemacht habe. Aber dazu später mehr. In einem anderen Video vielleicht. Auf einem anderen Kanal. Ich schließe mal mein Handy wieder an. Der Akku ist nicht mehr der jüngste. Also eigentlich schon, aber es ist nicht mehr der Original-Akku. Ach, da sieht man nur mein Handy. Ja, das Handy ist auch ein bisschen älter. Aber macht immer noch solide Arbeit. Umgezogen sind wir jetzt. Nun die Power-Rüstung. Die T-51B bleibt unsere Nuka-Cola-Rüstung. Aber ich möchte auch... Dann passe ich zum Rucksack und allem anderen, auch wenn man den Rucksack nicht sieht. Möchte ich... Oh, warte mal. Möchte ich thematisch im Einklang schwingen. Gewerkschaft ging gar nicht, ne? Ich pack mal beide kurz aus. Dieser Gegenstand wird in einem inaktiven Camp benutzt. Nimmst du ihn aus deiner Lagerkiste, wird er aus allen Camps entfernt. Fortfahren? Oh, warte mal, stopp. Aber ich krieg die Rüstung verpufft nicht im Nirvana, oder? Nein, das wäre es ja. Meine Güte, Leo. Ja, ist halt Fallout, ne? Hier ist alles möglich. Genug Bier haben wir auch. Wir werden auch die Waffe wechseln. Sag ich jetzt einfach mal so. Aber erstmal modeln.
Am liebsten wäre mir ja die Gewerkschaftsrüstung. Wenn wir da jetzt, ne, modifizieren und reparieren. Der Delfinkopf bleibt. Und hier bitte. Kryptiden, ne? Mit K da. Kryptidenjäger. Plock. Nehme ich. Rechtes Bein. Mit K. Plock. Und linker Arm. Schön, dass das geht. Also können wir tatsächlich mit unserer tragkapazitätsstärksten Rüstung in das neue Gebiet dann rennen. Wer weiß, was uns da erwartet. Es könnte übel werden. Schlimmer als jemals zuvor. Wir werden es sehen. Wir werden es alle sehen. Wobei, man hätte es jetzt schon überprüfen können auf dem PTS, aber das mache ich jetzt nicht mehr so gerne. Warte mal, stopp. Setbonus 0 von 6. Warum denn? Ach so. Das gibt einen Boni? Wenn alle Teile... Oh nein. Liegt es an der Lackierung? Nee, es müsste doch an der grundlegenden Rüstung liegen. Also der Boni müsste doch basieren auf der grundlegenden Rüstung. Also Gewerkschaft, und Gewerkschaft ist doch hier alles. Oder geht es da auch um die Lackierungen? Eine gute und berechtigte Frage. Zack. Kryptidenjäger. Nice, ich probiere es mal ganz kurz aus. Helmchen. Wir haben erleuchteter Mind. Wechseln ganz kurz zu Kryptiden, Zyklopenhelm. Es muss schon der Jäger sein. Kryptiden, Zyklopenhelm. Sieht aber auch cool aus, ne? Nee. Worauf beruht der Set-Bonus? Muss ich vielleicht ganz kurz hier weg? Aber es müsste doch, es ist alles eine Gewerkschaftsrüstung. Oder doch den anderen Helm. Dann ist es ja sowieso Jacke wie Hose. Welchen Helm wir hier anziehen? Nein, nein, der sieht so nach Powerrüstung aus. Aber eigentlich dann doch den Delfin, ne? Ja. Es ist halt ein böser Delfin, der Jagd auf Kryptiden macht. Verdammt nochmal, ja. Der guckt auch sehr böse. Das dürft ihr nicht vergessen. Nehme ich. Und die T65 kann zurück in die Kiste. Zack. Aber irgendwann wollen wir auch mit dieser wieder durch die Gegend tingeln. Plock. Schön. Und wir haben sogar noch ein bisschen Platz. Wer hätte das gedacht? Nice. Ja, und die Waffe wechseln, stimmt, da war ja noch was. Mit wem wollen wir ins neue Gebiet? Wir brauchen was Potentes. Ansonsten werden wir nicht überleben. Potz Blitz, ja, immer noch aus Testgründen. Aber es ist halt... Naja. Es ist eine Testwaffe. Wir müssen sehr nah heran an die Gegner. Aber wie 13. Nein, ist okay. Hier, wir schmeißen Potz Blitz ganz kurz weg. Es war schön, solange es ging. Ich wollte es erzwingen, aber irgendwie hat es nicht ganz funktioniert gehabt. Und irgendwann muss man das einsehen. So läuft das halt manchmal. Entweder flutscht es oder es flutscht nicht. Und in diesem Fall, wir hatten ein paar schöne Tage, aber da kann man nichts machen. Und wir mussten dich natürlich auch noch in den Rucksack packen und durften dich nicht als aktive Waffe führen. Mach's gut, irgendwen wirst du glücklich machen, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und nun, ich würde sagen Klopperina, ne? Der guten alten Zeit wegen. Schön blutig dann mit Klopperina ins neue Gebiet, vielleicht mit einer neuen Lackierung. Wir brauchen aber 556er Ultrazit-Muni, die wir gar nicht mehr haben. Oder oben. Das ist jetzt aber umständlich. 556er Ultrazit. 24 Schuss. Das reicht doch, oder? Nee, nicht wirklich. Ich hoffe, wir haben die richtigen Fluxe. Ansonsten haben wir ein Problem. Werden wir sehen. Werden wir alles sehen. Und Blei hatte ich Großmengen gekauft gehabt. Stahl. Wir kommen schon zurecht dann. Also wenn ich jetzt zumindest ein bisschen Munition herstellen kann, dann wird alles gut. Gut.
herstellen. Aha. Ein schönes Outfit. Money. Ultra Zeit Money. 556, ne? Zweimal nur. Ah. Schießpulver können wir auch noch herstellen. Keine Panik. Hier. Herstellen. Wie war das nochmal? Grobes Schießpulver. Eine kleine Ladung bitte. So viel brauchen wir nicht. Und nu. Wieder ran. Ultra Zeit Money. 556er. Ja. Na geht doch. Und das waren unsere Fluchse. Und das Schießpulver können wir jetzt in die Kiste legen. Hier. Das ist bei divers, ne? Ich glaube schon. Geh. Wie grob. Nee. Bei Schrott. Ja, tatsächlich. Nochmal bitte alles durch. Zerkleinern. Haben wir es? Ich glaube schon. Klasse. Ablegen. Es reicht. Wir haben Berry Mantids und Beuteltierserum. Aber das wird ja auch erst relevant, wenn wir dann in die Farmphase der nächsten Season gehen. Ich möchte mich erstmal, wie schon erwähnt, erstmal dann der Erkundung widmen und der Quester, der neuen Storyline von Fallout 76. Juti. Klopperina noch auswählen. Raus aus der Munifabrik. T-Leertaste. Die Möcke wollen wir wieder haben. Das ist ja schön. Wie das flutscht. Und die Lackierung vielleicht noch ändern von Klopperina. Ach, guck mal. Stimmt, du bist ja quasi gemoddet. Du hast den gemoddeten Call of Duty Skin noch drauf. Aber, naja. Ist gerade auch durch, ne? Sieht zwar sehr hochwertig aus, muss ich zugeben. Aber es wäre halt nicht Klopperina. Klopperina ist unsere blutige Crit-Killerin. Und ich finde, demnach sollte sie auch lackiert werden. Was haben wir denn da Schönes? Au, das ist... Au, zu einem Großteil hier alles übermoddet, ne? Aber wirklich, ne? Ja, Schande. Dann müsste ich erst komplett die Mod entfernen. Nee, dann nehme ich mal just for fun. Den kommunistischen Stil. Der Variation wegen. Wo habe ich denn den bitte her? Ich glaube, von den Konsorten der Sägemühle, ne? Ich glaube, da haben wir den Skin her. Sicher bin ich mir da jetzt aber nicht. Aber cool. Wie siehst du aus? Ja, hat trotzdem noch ein paar Call of Duty Anleihen. Also von der Mod finde ich gut. Einen kleinen Test noch, ausnahmsweise. Ich muss dann auch weiter. Testmonster, oh Testmonster. Was freuen wir uns auf die nächste Season? Das Outfit synergiert, wie es soll. Kurz nochmal hier ins Halbdunkle die Rüstung hinstellen. Ja, ja. Es kann losgehen. Ich kann es spüren. Das wird was ganz, ganz Großes. Sie haben Fallout 76 noch nicht vergessen. Mittlerweile seid ihr wahrscheinlich schon am Spielen der neuen Season im neuen Biom. Und ich wünsche euch viel Spaß. Und ich bin jetzt eigentlich auch gerade dabei, aber das Video dazu gibt es erst morgen. Vierdimensional denken ist alles sehr, sehr, sehr kompliziert. Ula! Ja, Mann! Klopperina, du bist es. Was haben wir dich vermisst? Und dann muss ich auch gucken, mit welcher Overhaul-Mod wir da einsteigen. Vielleicht mit gar keiner, um uns das Gebiet mal komplett Vanille anzugucken. Ich denke, das ist keine schlechte Idee. Ja. Das wird schon. So, wie viel Material habe ich jetzt? Warte mal, ich gucke mal ganz kurz nach. Für 2 Tage jetzt aufgenommen. 1,5 Stunden. Das sind ja richtige XXL-Folgen. Das darf ich nicht so oft machen. Sonst gewöhnen sich alle noch dran. Und da muss ich das immer machen. Aber mal gucken, wie wir das machen. Im neuen Gebiet. Da gibt es da viel zu entdecken. Aber ich will nichts versprechen, okay? Ist halt Sommer und so.
Ich muss das mit meiner Energiebilanz ausgleichen. Viel Yoga, das hilft dann. Und auch viel schlafen. Und ich werde mich jetzt auch hier in Fallout 76 ins Bettchen legen. In Leo seine Blume. Auch wenn sich das sehr, sehr falsch anhört. Meine werten Ödländer, das soll es für heute gewesen sein. Mir hat es eine Menge Spaß gemacht. Ich hoffe, das gilt auch für euch. Wenn dem so ist, drückt mal einen Daumen nach oben. Also die Taste dafür. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Wiederschauen, reingehauen. Euer Leo, bis dann. Tschüss. Und Likes erwähnen. Ah, das mache ich immer so ungern, aber es gehört leider nun mal dazu. Der Algorithmus braucht Feedback und zwar von euch.